In diesem Video möchte ich euch nochmal einen Schusstest bzw. den Unterschied zwischen der ERMA KGP 96 im Kaliber 8mm Knall in der PDB 402 zur PDB 209 zeigen. Grundsätzlich ist der Aufbau hier wirklich identisch, alles funktioniert genau gleich. Auch hier oben der komplette Verschlussteil, der ist ebenfalls immer noch aus Stahl. Einziger Unterschied ist dann wirklich, wie man es hier vielleicht sehen kann, an der Unterseite des Patronenlagers, wie ich es schon in dem anderen Video angesprochen habe, befindet sich diese Patronenlagerschwächung, die bei dem anderen Modell nicht vorhanden war. Ansonsten habe ich auch dieses Modell ohne Staudruckschraube geschossen, mit aktueller Umarex-Munition, also genau die gleiche wie bei der PDB 209. Und ihr könnt selbst sehen im Video, wie zuverlässig die Waffe funktioniert. Ich habe natürlich nur 3 Schuss geladen, weil ich muss sagen, ab der 4. Patrone wird das in dem Magazin wirklich ziemlich hakelig. Und dazu kann es dann halt auch zu Zuführstörungen kommen. Ich zeige euch natürlich direkt wieder im Vergleich alle beiden Videos. Hoffe, euch hat das kurze Video zur KGP 96 gefallen, weil sie wirklich identisch ist vom Aufbau her. Und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Schusstest. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.